Dienstagabend, 17 Uhr. Am 29. Oktober trifft sich Bürgermeister Carsten Richter auf ein Getränk mit Jugendlichen aus seiner Stadt Frohburg. Treffpunkt ist der Jugendbeteiligungsladen am Markt 19. Heute hat sich nur ein Jugendlicher hier eingefunden, um sein Anliegen mit dem Bürgermeister zu besprechen. Eigentlich haben wir schon immer nach einem Format gesucht, wo wir näher an die jungen Leute ran können. Und bei so einer Größenordnung wie 33 Ortsteile ist das natürlich aus der Verwaltung nicht so zu steuern. Und jetzt kram ich mal so ein bisschen in meiner Vergangenheit. Ich glaube, wenn es so eine Beteiligung oder überhaupt Jugendtreffs in den Dörfern nicht gegeben hätte, würde ich heute nicht hier sitzen, weil über so einen Jugendclub oder Jugendtreff bin ich eigentlich in die Kommunalpolitik gekommen. Und deswegen ist mir das eigentlich ein Anliegen, zu signalisieren, dass wir als Stadt auch das Anliegen von jungen Leuten hören wollen, dass wir mit denen ins Gespräch kommen wollen und dass wir das auch ernst nehmen, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn dort Gemeinschaften entstehen unter jungen Leuten, dann wird das auch weiter fortgetragen. Hier ging es beispielsweise um die Belegungspläne von Sporthallen, aber auch Spielplatzausstattung, Jugendtreffs in den Ortsteilen oder die Erweiterung eines Basketballplatzes sind Themen, mit denen Jugendliche bei dieser und anderen Gelegenheiten an Carsten Richter herantreten. Eigentlich ist es eine breite Masse und viel mehr Themen haben wir eigentlich oft gesammelt, indem wir dieses Projekt mit der Hochschule mit Weida zusammen hatten vor einiger Zeit, wo im Grunde genommen Studenten in Frohburg unterwegs waren und einfach alle Altersgruppen angesprochen haben und gesagt haben, was haben denn junge Leute für Interessen? Und da war der erste Punkt für mich, und das war eigentlich der ganz entscheidende, dass einige junge Leute gesagt haben, was, die Stadtverwaltung interessiert sich für uns. Und das war für mich eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, hier müssen wir dranbleiben, weil offensichtlich junge Leute denken, wir haben gar kein Interesse an denen, ihrer Meinung. Und deswegen ist das immer wieder der Versuch zu sagen, wir sind da offen dafür und eigentlich gibt es eine breite Masse an Themen, die hier angesprochen wird. Der Ort Jufroh, wie sich der Jugendbeteiligungsladen selber nennt, ist als Teil eines Projekts von Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig e.V. und der Stadt Frohburg sowie weiteren lokalen Initiativen und Akteuren. Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren sollen hier die Möglichkeit bekommen, aktiv den Ort, an dem sie leben, mitzugestalten. Rico Reifert leitet das Projekt in Frohburg. Er gibt hier Hilfestellung, unterstützt bei der Umsetzung von Ideen, stellt Kontakte zu Entscheidungsträgern her. Seit Januar 2023 existiert das Projekt in Frohburg, das auf 2 Jahre bis Ende 2024 ausgelegt ist. Bisher wurden hier kleine und größere Projekte von den Jugendlichen umgesetzt. Es werden so kleine Sachen wie, dass wir also Aschenbecher für den nahegelegenen Badesee gebaut haben, weil sich Jugendliche darüber beschwert haben, dass dort zu viele Kippenstummel rumliegen. Andere Sachen waren so rein projektbezogen wie das Youth Festival mit insgesamt dann doch 1300 BesucherInnen. Oder auch ein Volleyballturnier. Andere Sachen sind so wirklich städtische Projekte, wie zum Beispiel 2 neue selbstverwaltete Jugendtreffs, die wir implementiert haben. Manchmal geht es aber auch einfach darum, dass du schon bestehende Initiativen unterstützt. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Proberaumprojekt in Frohburg mit einer Band aus Jugendlichen. Denen hat man ganz einfach mit Fördermitteln geholfen, ihr eigenes Festival auf die Beine zu stellen. Und wir haben einen selbstverwalteten Jugendclub in einem Ortsteil, der das Dorffest für das Dorf und das Nachbardorf ausrichtet. Und auch dort ging es einfach darum, dass man denen mit Genehmigungen und Anträgen hilft, sodass sie auch eine solide Basisfinanzierung haben, ne? Etwa 100 jugendliche Frohburger haben sich seit Projektstart in eine oder mehrere der gemeinsamen Aktionen und Treffen eingebracht. Einige kommen regelmäßig zu den wöchentlichen Treffen montags und Mittwochnachmittag von 14 bis 20 Uhr. Auch zu einer Stadtratssitzung sind die Jugendlichen schon einmal gemeinsam gegangen. Der Jugendbeteiligungsladen und Veranstaltungen wie diese Abendrunde auf ein Getränk sorgen jedoch für einen besseren Kontakt mit der Stadtverwaltung. Also ich glaube, das ist genau der Unterschied zwischen Stadtrat, Rathaus und eben hier, wenn man vor Ort irgendwo ist. Also ich bin ab und zu mal auch in den Jugendclubs unterwegs und da merkt man einfach auch,
Also, wenn man mich kennt, ist das was anderes. Da ist die Schranke nicht ganz so hoch. Aber wenn man jetzt irgendwie neue Leute auch trifft, da ist manchmal so ein bisschen die Distanz auch da. Und ich will eigentlich auch signalisieren, dass man sich mit mir ganz normal unterhalten kann und dass man mit mir sich auch normal austauschen kann und dass ich auch nichts Besonderes bin. Und dass man im Grunde genommen so eine Ebene findet will. Also wir sind ja auch auf Ideen von jungen Leuten auch in Vorburg in Zukunft noch angewiesen. Und deswegen glaube ich, das kann da ganz gut funktionieren. Wie es mit dem JuFro nach Projektende im kommenden Jahr weitergeht, ist mit Gewissheit noch nicht zu sagen. Da ist einerseits der Ansatz, dass man natürlich versucht, junge Menschen zu empowern, sodass die fachliche Hilfe früher oder später vielleicht bei manchen gar nicht mehr so richtig notwendig ist. Natürlich ist das aber auch kein nachhaltiger Ansatz, weil auch immer wieder junge Leute nachkommen und man auch denen noch irgendwie Hilfe zukommen lassen muss. So hangelt man sich natürlich, was schade ist, auch immer so ein bisschen von Projekt zu Projekt und muss auch immer ein bisschen gucken, wie man sich nach draußen hin darstellt. Ne? Schön wäre es, eine solide Dauerfinanzierung zu haben. Jetzt im Moment ist es halt so, dass die Kommune und der Kinder- und Jugendring und natürlich auch die Jugendlichen, dass wir alle zusammenarbeiten und versuchen, eine gute Arbeit zu machen. Und ich finde, bessere Werbung dafür, das zu verstetigen, können wir nicht machen. Es wird sich zeigen, was die jugendlichen Frohburger aus 2 Jahren Jugendbeteiligungsprojekt gelernt haben und ob sie nach dem Ende des Projekts selbstständig weitermachen oder sich sogar für eine Fortsetzung einer Anlaufstelle für Jugendbeteiligung stark machen.